Guten Tag, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Vorlesung Distributed Systems. Mein Name ist Thomas Boczek und in der heutigen Vorlesung werden wir uns mit dem Deployment beschäftigen. Und zwar werden wir eine Übersicht erhalten oder ich bespreche eine Übersicht über Deployment-Prozesse, über Strategien, aber auch wie man ein Deployment praktisch angehen kann. Aber allzu tief in die Details werden wir hier nicht gehen. Es gibt gute weiterführende Vorlesungen hier an der Ost, zum Beispiel Cloud Infrastructures. Das ist diese Seite hier. Das ist eine Vorlesung von Norwin Schneider. Danach gibt es die Cloud Operations. Die zweite Vorlesung, Cloud Operations. Hier sieht man eben ganz viele Technologien, AWS, CloudFormation. Man macht mit Elasticsearch, mit Kibana macht man da was. Das wird von Alexandru Caracas angeboten. Sehr interessant. Und die letzte Vorlesung, die in diese Richtung geht, das ist Cloud Solutions. Das wird von Mirko Stocker. Er macht diese Vorlesung. Das heißt, hier geht es dann in die Details und in dieser Vorlesung werden wir uns, wie gesagt, einen Überblick verschaffen. Gut, wie war es in der vergangenen Zeit? Das heißt, man hat sogenannte Off-the-Shelf-Solutions, wenn man die verwenden kann. Dann war es relativ einfach, apt-get install und dann hat man es installiert, off the shelf oder out of the box. Das ist eben Software, die zum Beispiel in der Distribution bereits erhalten ist, die man einfach so installieren kann, konfigurieren kann und die dann entsprechend funktioniert. Als Beispiel Apache oder Kedi oder Nginx kann man konfigurieren. Das hat aber das Problem, je nach Betriebssystem, je nach Distribution, das man hat, hat man vielleicht einen unterschiedlichen Patch am Laufen. Dort hat es vielleicht noch nicht alle Features drin, die man braucht. Also da sieht man schon die Probleme, die da entstehen könnten. Dann, wenn man Software entwickelt hat, da hat man zum Beispiel, wenn man jetzt eine Java-Applikation geschrieben hat, eine Spring Boot-Applikation geschrieben hat, dann hat man irgendwo ein Web-Archive, ein sogenanntes WAR, irgendwo hingeliefert und dann wurde das in einen Application-Server installiert, dann wurde es laufen gelassen, hat mehr oder weniger auch funktioniert, war aber fehleranfällig und ja, die Komplexität, dass immer alles stimmt, dass man das gleiche System hat in der Produktion, wie man jetzt entwickelt, das muss man natürlich alles berücksichtigen. Und man kennt das Problem, wenn ich etwas entwickle, es läuft auf meiner Maschine, wenn ich es installiere, läuft es plötzlich nicht mehr. Das hatte man oder habe ich erlebt, dass ich das noch häufig gesehen habe. Und auch eben, wenn etwas nicht läuft, woher bekomme ich die Logs? Muss ich jetzt irgendwie jemandem eine Mail schreiben vom DevOps-Team, damit ich an die Logs komme? Und das war ein bisschen mühsam, ein bisschen anstrengend. Und das hat zum Glück ein bisschen gebessert. Scaling war natürlich auch ein Problem, gut, jetzt nicht beim Webarchive. Dort konnte man eigentlich problemlos das auf einem größeren Rechner laufen lassen, aber auch schon dort die horizontale Skalierung. Wenn man es richtig entwickelt hat, kann man es machen, aber sobald man Sachen drin hat wie Scheduler oder WebSockets, kommt man wieder in die gleiche Problematik. Was passiert beim Hardware-Defekt? Muss ich jetzt alles nochmals neu installieren? Was passiert, wenn ich etwas nicht richtig konfiguriert habe? Solche Sachen können passieren. Und wie gesagt, heutzutage ist das jetzt nicht mehr so dramatisch, weil man sehr vieles mit Containern macht. Dort hat man dann eine Abstraktion. Man kann quasi seine Abhängigkeiten definieren. Man kann diverse
Services installieren, wie zum Beispiel, ich brauche eine spezielle Version von Kedi, das kann man als Service definieren jetzt. Und diese Containerlösungen sind auch ausgelegt auf Skalierung. Das heißt, wenn man es richtig entwickelt, kann man diesen Container nehmen, duplizieren, mehrmals laufen lassen und dann hat man eine skalierbare Applikation. Natürlich nur, wenn der Container dann kein State hat oder zumindest sich irgendwie synchronisieren kann, dann kann man es entsprechend laufen lassen. Und der große Vorteil eben bei diesen Containerlösungen ist, ich kann dort mein eigenes Java installieren. Wenn ich zum Beispiel irgendein Feature von Java 21 brauche, dann installiere ich auf meinem Container Java 21 und das läuft dort. Dort kann ich dann meinen Application Server, wird wahrscheinlich irgendeine Spring Boot Applikation sein, das kann ich dort alles laufen lassen. Ich kann alle Dependencies, alle Versionen definieren und ich weiß dann, wenn es bei mir lokal läuft, wird es in der Produktion ebenfalls laufen. Heutzutage basiert das Deployment in der Regel auf Containern. Und nun zur Frage, wie kann man etwas deployen? Kann man einfach das Image kopieren und laufen lassen und fertig? Nein, natürlich, so einfach ist es nicht. Und es gibt diverse Strategien, wie man deployen kann. Und diese Strategien, die werden wir uns nun ansehen. Gut, dann schauen wir uns die Deployment-Strategien an. Ich habe ein paar herausgepickt. Es gibt natürlich viele mehr. Ich habe hier drei Links und diese Links, die zeigen hier zum Beispiel 6 Strategien. Also ich werde 5 Strategien zeigen mit A/B-Testing, Shadow, Blue-Green, das sieht man immer wieder. Hier wieder auch Blue-Green, Feature-Toggle zum Beispiel gibt es hier nicht und dann gibt es nochmals hier ganz viele Strategien von Shadow-Deployment zum Beispiel. Also jeder benennt das ein bisschen anders, es gibt ganz viele Abstufungen und hier werde ich jetzt 5 Strategien präsentieren, welche verwendet werden können, um eben so ein Deployment zu machen. Kann mit Kubernetes oder irgendwelchen anderen Deployment-Tools gemacht werden. Das schreibt nicht vor, was man verwenden muss. Das gibt einfach so eine Übersicht, was es alles gibt. Beim Rolling Deployment, bei dieser Methode, wird die neue Version schrittweise ausgerollt, um die alte Version zu ersetzen, ohne das gesamte System gleichzeitig herunterzufahren. Der Vorteil hier ist die minimale Ausfallzeit und auch das niedrige Risiko, weil man eben nicht alles auf einmal ausrollt. Und der Nachteil ist die erhöhte Komplexität und die längeren Deployment-Zeiten, weil man eben das über einen längeren Zeitraum machen muss. Dann als nächstes Blue-Green Deployment, das sieht man auch immer wieder, auch bei den Links, die ich angegeben habe. Und hier werden 2 Umgebungen parallel betrieben, die aktuelle Produktionsumgebung Blue und dann eine weitere Kopie der Produktionsumgebung mit der neuen Version, die wird dann Green genannt und nach erfolgreichem Test wird von Blue auf Green umgeschaltet. Und hier die Vorteile ist, man hat ein sofortiges Rollback und auch Zero Downtime. Und der Nachteil ist, man hat eine doppelte Produktionsumgebung und eine Herausforderung bei der Datensynchronisation, weil man dann die Daten, wenn sie auf dem Green zum Beispiel geschrieben worden sind und dann noch ein Rollback, dann müssen sie ebenfalls in Blue, in der Blue-Umgebung ebenfalls sichtbar sein. Dann zum Canary Release und hier wird eine neue Version zunächst nur in einer kleinen Gruppe von Benutzern oder Servern bereitgestellt und wenn das erfolgreich gewesen ist, wird diese Version schrittweise auf mehr Benutzer ausgeweitet. Der Vorteil hier ist, man reduziert die Risiken und hat direktes
Nutzerfeedback von dieser kleinen Gruppe, die kann dann sagen, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Die Nachteile hier sind die Komplexität und potenzielle Inkonsistenz in der Benutzererfahrung, da die neuen Benutzer schon die neue Umgebung haben und die alten Benutzer haben noch die alte Umgebung. Dann bei Feature Toggle, ähnlich wie General Releases, aber viel feiner granuliert, auf Feature-Basis granuliert. Und hier kann man bestimmte Funktionen gezielt für bestimmte Nutzer freischalten. Der Vorteil hier ist weitere Risikominimierung und spezifisches Nutzerfeedback. Für einen Nutzer, der jetzt eben dieses Feature unbedingt will, kann man es ihm freischalten und dann bekommt man direkt Feedback von diesem Nutzer. Der Nachteil ist, man hat eine höhere Komplexität der Codebasis, wie auch des Konfigurationsmanagements, welchem User hat man jetzt was bereits freigeschaltet, das muss man dann irgendwo tracken können. Dann das letzte Big Bang Deployment. Hier wird alles auf einmal ausgerollt. Der Vorteil ist die Simplicity. Das heißt, man kann einfach deployen und fertig. Der Nachteil ist dann das Risiko. Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das Rollback ein bisschen mühsamer, weil man dann unter Umständen nochmals, wenn man eine Datenbankmigration gemacht hat, die Datenbank zurückmigrieren muss. Ist in der Regel simpler, aber wenn es dann eben schief geht, hat es dann entsprechende Nachteile. Gut, soweit zur Strategie, wie man so etwas deployen kann. In den News berichte ich auch immer wieder über Strategien, wie sie bei den Großen gemacht werden, bei Netflix, Amazon. Dort gibt es dann immer solche Artikel wie Zero Downtime mit 100 Millionen Usern. Das finde ich extrem beeindruckend und bringe ich immer wieder in der Section in den News. Aber schauen wir uns nun das Praktische an. Hier beim praktischen Deployment, wie gesagt, Containerization as a Basis. Das heißt, die Grundprinzipien, es werden Container verwendet, das ist sicher bei Docker, Kubernetes oder Podman ist das gegeben. Bei Ansible kann man es machen, empfehle ich das natürlich auch, wenn man jetzt ein System hat, Custom Software, dann empfehle ich das doch zu containerisieren. Diese vier Beispiele werden wir auch kurz anreißen, Ansible, Docker Swarm, Kubernetes, Plain Docker oder Podman. Bei Ansible, da gibt es natürlich auch ganz viele Tutorials und Seiten im Netz, wie das eben funktioniert. Das Gute bei Ansible verglichen mit Puppet oder Progress Chef ist, dass man auf dem jeweiligen Rechner kein Agent laufen lassen muss. Bei Puppet und Progress Chef ist das der Fall. Ansible ist ein Push-basiertes System und was man hier macht, ist, man hat ein Playbook und das Playbook beschreibt ein System. Man hat dann eine Liste von Hosts, die sieht dann ungefähr wie folgt aus. Also wir haben hier beschrieben, was meine Webserver sind und dann kann ich bei Ansible sagen, hey, mein Playbook, also das, was jetzt zum Beispiel der State sein sollte auf diesen Rechnern, auf diesen Webservern, kann man wie gesagt in so einem Playbook definieren. Hier ist ein Beispiel von einem Playbook. Das ist der, glaube ich, heißt Yellow Dog Update Manager oder hat man früher geheißen. Das ist der Paketmanager von Fedora. Und hier stellt man sicher, dass man HTTPD, also Apache, in der neuesten Version installiert hat. Wenn das eben nicht der Fall ist, wird es von Ansible installiert. Und wenn es bereits installiert ist, dann macht Ansible hier nichts. Und wichtig ist, dass es auch gestartet wird. Auch hier wieder, wenn es schon läuft, dann macht Ansible nichts. Wenn es noch nicht läuft, dann startet Ansible diesen Apache-Service. Genau, das ist die Liste, das ist das Playbook, man kann es eben laufen lassen. Das ist eigentlich sehr rudimentär, es geht aber noch rudimentärer und zwar mit Parallel SSH. Mit Parallel SSH,
Dort kann man sich ebenfalls eine Liste zusammenstellen mit Hosts und dann kann man zum Beispiel hier auch jetzt Kommandos ausführen. Das ist nicht deskriptiv, also man beschreibt hier nicht einen Zustand, sondern man sagt aktiv, was man machen muss. Hier kann man dann auch die Pakete installieren, die Services laufen lassen. Das Problem ist dann, wenn bei einem Dienst schon etwas installiert worden ist, beim zweiten noch nicht, dann wird es ein bisschen problematisch. Dort ist Ansible sicher besser, aber eben das ist noch ein bisschen rudimentärer. Und mit Parallel SSH kann man dann auch mit ganz vielen oder auf ganz vielen Hosts mit einem Befehl kann man dort Dienste installieren und Dienste laufen lassen. Aber das nur so, also Parallel SSH, quick and dirty, der bessere Ansatz wäre sicher Ansible. Dann kann man natürlich auch mit Docker oder Podman deployen. Mit Docker hat man die Möglichkeit, einen Kontext mitzugeben und dort kann man sagen, auf welcher Maschine dann dieses Docker ausgeführt werden soll. Und ich habe zum Beispiel ein ganz einfaches Skript bei mir. Dort habe ich mit Docker Compose habe ich dort meine Services definiert. Es ist ein Caddy mit einem Caddy-File, das ich dann ins Image kopiere. Und alles, was ich mache, ich weiß, es wird auf diesem Rechner laufen. Ich kann Docker Host exportieren. Man kann es selber über Kontext machen oder über die Umgebungsvariable. Mache ich ein Build, ein Compose up und dann wird mir dieser Dienst auf diesem Rechner ausgeführt und Docker hat ja ein Daemon und in Docker Compose bei der Restart Policy habe ich angegeben Always, das heißt, dass immer wieder neu gestartet werden soll, wenn etwas abgeschaltet worden ist, das heißt, auch beim Neustart wird es entsprechend gestartet. Und hier wichtig natürlich, dass man eben, wenn man jetzt eine Konfiguration macht, zum Beispiel mit dem Caddy-File, dass man das ins Image reinkopiert. Das wird dann so gemacht, dass Docker das Image, das Config-File nimmt von meinem Rechner, kopiert es dann auf diesen Remote-Rechner und macht dann das Build, führt das Docker Compose Build aus und das kopiert dann dieses Caddy-File ins Image rein. Mit Mounts funktioniert das nicht so gut. Dort wird eben das File dann nicht genommen und rüberkopiert. Das heißt, hier sollte man schauen, dass man eben diese Config-Files dann in Docker-Image selber hat. Das ist halt der Nachteil. Es ist auch sehr rudimentär. Man hat kein Scaling, kein Logging, keine Resource-Monitoring, aber eben es ist einfach und es funktioniert. So quick and dirty, wenn man etwas deployen möchte, ist das eine Variante. Mit Podman geht das auch. Podman ist aber daemonless, das heißt noch ein bisschen einfacher, aber das Deployment braucht noch ein bisschen mehr Arbeit. Da gibt es auch einen guten Artikel dazu, How to start a container on boot with Podman and Systemd. Das heißt, weil es eben kein Daemon ist, braucht man einen Daemon und dazu verwendet man Systemd. Das ist ein Daemon, welcher in allen gängigen Linux-Distributionen vorhanden ist. Und hier wird erklärt, wie man das eben machen muss. Wobei das hier ist auch schon wieder veraltet, weil hier sieht man, wie man es machen sollte. Oder hier wird erklärt mit Podman Generate System D. Das ist mittlerweile aber schon wieder veraltet, weil man sollte neuerdings Quadlets verwenden. Das ist das hier. Mit einem Quadlet kann man sein Service in, auf eine deklarative Weise konfigurieren. Das heißt, man hat hier neu ein .Container-Format, das sieht wie folgt aus und dieses Format kann dann übersetzt werden in ein Format, in ein .Service-Format, so wie es Systemd verwendet und das sieht dann wie folgt aus und dann kann man es entsprechend laufen lassen. Wenn man das jetzt aber migrieren möchte von diesem Befehl, Podman generate systemd, das heißt von einem Podman-Kommando
dass man da direkt das Config-File kreieren kann, gibt es ebenfalls ein Projekt, hier Podlet, und da kann man von diesem Podlet, kann man, wenn man die Anweisung hier hat, wie man eben so ein wie man Podman startet, wird daraus ein .container-File generiert, und aus diesem .container-Format kann man wieder mit dem Quadlet hier ein Service-File generieren, was dann vom Systemd interpretiert werden kann, und so kann das System gestartet werden. Was auch möglich ist, ist Updating Images. Hier kann ich mit dem Auto-Update kann ich dann einen zusätzlichen Dienst laufen lassen, den wir dann immer beim Registry nachfragen, gibt es neue Version, gibt es neue Version. Sobald es eine neue Version gibt, kann ich mir, oder wird das automatisch heruntergeladen, wird dann automatisch gestartet. Wenn alles gestartet ist, wird dann die alte runtergefahren und die neue, respektive der Load Balancer, zeigt dann auf diesen neuen Service. Und der neue Service wurde gerade deployed, und so kann man auch sein Deployment automatisieren. Das ist auch noch sehr interessant, wenn man, vor allem wenn man sehr häufig deployt, ist es dann sehr viel komfortabler, als wenn man das jetzt noch von Hand machen muss. Und es gibt dazu viele Tools. Es gibt auch noch Podman Compose, der kann zum Beispiel Docker Compose als Basis verwenden und dann mit Podman dann diese Dienste starten. Das gibt es natürlich auch. Und meine Meinung dazu ist, ich verwende immer noch Docker Compose. Und was ich gut finde am Docker Compose ist, es läuft als Daemon, das heißt, ich kann es eben für ein simples Deployment ebenfalls verwenden. Und bei Podman ist es doch ein bisschen komplizierter, das ganze Setup. Bei Docker ist es einfach und funktioniert auch mit Docker Compose im lokalen Entwicklung funktioniert das sehr gut, und deswegen bin ich jetzt noch mit Docker respektive Docker Compose unterwegs. Gut, schauen wir uns Docker Swarm an. Das ist integriert in Docker Compose. Das ist eigentlich ein riesiger Vorteil. Und zwar kann man hier dann beim Deploy angeben, wo es dann deployed werden soll, welche Constraints das es gibt. Man kann dann auch die Ressourcen angeben, wie viele Replikas das es zum Beispiel gibt. Das ist natürlich alles möglich. Man kann seinen Swarm managen, das heißt, man hat Docker Swarm Nodes, und dieser Swarm, die können sich dann verbinden, und man weiß jetzt, oder respektive der Manager, der weiß dann, wo welche Knoten sind. Und es gibt einen Scheduler, der auch läuft, der ist dann verantwortlich für das Placement dieser Services auf diesen Docker Swarm Nodes oder auf diesen Docker Nodes. Das Setup ist relativ einfach, also für jede Cloud-Umgebung gibt es da ein Tutorial, wie man das einfach aufsetzen kann. Aber, jetzt kommt das große Aber, hier auf dieser Seite Docker Swarm Rocks, Deprecation Warning, Docker Swarm wird eigentlich nicht wirklich verwendet. Und hier ist die Begründung, warum. Also Kubernetes hat sich durchgesetzt. Docker Swarm ist so der einfache oder kann einfache Use Cases behandeln, die Kubernetes auch kann. Aber Kubernetes kann noch wesentlich mehr. Und es hat sich Kubernetes durchgesetzt. Also wenn ich mir die Cloud-Provider ansehe, Google, Amazon, Azure, alle bieten Unterstützungen oder sogar Dienste für ihre Kubernetes-Clusters an. Das heißt, man kann zum Beispiel bei GCP direkt einen Kubernetes-Cluster bei der Google Kubernetes Engine. Dort kann man direkt sein Kubernetes-Cluster laufen lassen. Das gibt es zum Beispiel für Docker Swarm nicht. Hat sich entsprechend nicht durchgesetzt. Deswegen hier nur
so am Rande erwähnt, dass es das auch noch gibt. Das ist so ein einfaches Kubernetes, ist leider deprecated, würde ich nicht mehr einsetzen. Da gibt es auch viele Links, viele Diskussionen. Was sind die Vor- und Nachteile von Docker Kubernetes, also Docker Swarm Kubernetes? Und eben wie gesagt, Kubernetes hat sich durchgesetzt, Docker Swarm würde ich nicht mehr verwenden. Was ist Kubernetes? Als guter Einstieg dient sicher diese Wikipedia-Seite. Kubernetes wird oft abgekürzt als K8S und ist ein Open-Source-System zur Automatisierung der Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung von containerisierten Anwendungen. Ursprünglich wurde es 2014 von Google entwickelt und ist mittlerweile ein Projekt der Cloud Native Computing Foundation, CNCF. Und Kubernetes ist in der Industrie weit verbreitet, um komplexe Anwendungen zu verwalten und dient als Grundlage für verschiedene Platform-as-a-Service-Angebote großer Anbieter wie zum Beispiel Google, Amazon, Azure und DigitalOcean. Und trotz seiner weitreichenden Adoption können die Preismodelle dieser Dienste, die können sehr komplex sein. Wir können uns das auch kurz anschauen. Hier zum Beispiel, wie man ein Kubernetes-Cluster für nur $1 pro Tag laufen lassen kann. Das sind so die Tricks und Tipps und Tricks, wie man das bewerkstelligen kann. Wie gesagt, und die Preise sind nicht immer einfach auszurechnen im Vornherein. Nun, warum Kubernetes? Es vereinfacht die Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen. Zum Beispiel Kubernetes erleichtert den Prozess der Anwendungsbereitstellung und Verwaltung. Die Entwickler können Anwendungen auf einem einzelnen Rechner ausführen und dann mit Kubernetes einfach bestimmen, wie und wo die Anwendung verteilt wird. Es bietet eine hohe Verfügbarkeit und Fehlertoleranz. Kubernetes sorgt dafür, dass Anwendungen auch bei Ausfällen weiterlaufen. Es handhabt automatisch Ausfälle von Containern oder den Maschinen, auf denen diese laufen, beispielsweise aufgrund von Speichermangel. Bei der automatischen Skalierung, das basiert auf der Nachfrage, dort kann dann Kubernetes Ressourcen automatisch hinzufügen oder entfernen, um effizient auf Laständerungen zu reagieren. Bei den Rolling Updates und Rollbacks, Kubernetes ermöglicht es, Updates schrittweise durchzuführen. Das heißt, diese Strategien, die ich gezeigt habe, die sind auch mit Kubernetes alle möglich. Das muss man entsprechend konfigurieren. Und kann auch bei Bedarf, eben wenn es nicht funktioniert, kann man es wieder rückgängig machen. Es gibt ein umfangreiches Ökosystem. Kubernetes bietet ein mächtiges Ökosystem an mit Werkzeugen und Diensten, wie zum Beispiel Helm. Das ist ein Package Manager für Kubernetes und dort hat man vorgefertigte Applikationen drin, die man sich einfach hinzu installieren kann. Und was auch möglich ist, zum Beispiel mit Compose.io, hier kann man das auch wieder ein weiteres Tool, wie man Docker Compose auch in Kubernetes laufen lassen kann. Nun, was sind die Designprinzipien von Kubernetes? In Kubernetes, es gibt eine deklarative Konfiguration. In Kubernetes wird der gewünschte Zustand in einer Anwendung deklarativ beschrieben, meistens in einem Format wie YAML oder JSON. Und das bedeutet, dass man genau spezifiziert, was das Endziel der Konfiguration ist, ohne die Schritte zu definieren, die zur Erreichung dieses Zieles notwendig sind. Kubernetes basiert auf unveränderlichen Containern. Die Container in Kubernetes sind immutable, was bedeutet, dass sie nicht verändert werden, nachdem sie erstellt werden. Stattdessen werden neue Container erstellt, wenn
Änderungen notwendig sind. Und dies erhöht die Zuverlässigkeit und Vorhersagbarkeit der Anwendung. Bei den zustandslosen Containers, Kubernetes, wie gesagt, speichert keinen Zustand im Container, und wenn ein Container nicht mehr richtig funktioniert, zum Beispiel wenn ein Health-Check nicht mehr funktioniert, dann wird dieser entfernt und ein neuer wird gestartet. Bei den Rollbacks sollte eine neue Version einer Anwendung Probleme verursachen, dann ermöglicht Kubernetes das Rollback auf eine frühere Version des Containers. Und bei so einem Rollback, da muss man natürlich aufpassen, wenn sich das Datenbankschema geändert hat, dann muss man entsprechend auch das Datenbankschema zurück migrieren. Nun, wie sieht die Architektur aus? Es gibt einen Masterknoten, Kubernetes Master, und es gibt die Kubernetes Worker. Das sind diese zwei Typen von Knoten, die es gibt. Und der Masterknoten, der kontrolliert den Gesamtzustand des Clusters und ist für die Verwaltung zuständig. Zu den Hauptkomponenten des Masterknotens gehören der API-Server, das dient als zentrale Schnittstelle für alle administrativen Aufgaben. Dann gibt es das etc.d-Verzeichnis, das ist eine konsistente und hochverfügbare Key-Value-Datenbank, die die Konfigurationsdaten des Clusters speichert. Dann der Controller-Manager überwacht kontinuierlich den Zustand des Clusters und führt Korrekturen durch, um den gewünschten Zustand zu erreichen. Beim Scheduler, der ist verantwortlich für die Zuweisung von Units, also den Workload an die verfügbaren Worker-Nodes. Und der Worker-Node, der führt die eigentlichen Anwendungscontainer aus, und die wichtigsten Komponenten hier sind das Kubelet, das ist eine Agent-Komponente, die mit dem Masterknoten kommuniziert und die Container auf dem Knoten verwaltet. Kubeproxy kümmert sich um die Netzwerkrouting und Lastverteilungsanforderungen innerhalb des Clusters. Und die Container Runtime, das ist die Laufzeitumgebung für Container, zum Beispiel Containerd, Docker wird, soweit ich weiß, jetzt nicht mehr verwendet, die Ausführung von Container ermöglicht. Kubernetes organisiert seine Ressourcen und Operationen um eine Reihe von Kernkompetenzen herum, das das Management von Container-Anwendungen in großen Umgebungen vereinfacht. Das sind mal die Hauptkonzepte, das gibt es auch auf der folgenden Seite. Hier eben werden diese Konzepte sehr gut erklärt. Ich werde sie nur ganz grob kurz anschneiden. Als erstes der Pod, das ist die kleinste einsetzbare Einheit von Kubernetes. Ein Pod kann einen oder mehrere Container enthalten, die gemeinsam auf demselben physischen oder virtuellen Maschinenknoten innerhalb des Clusters ausgeführt werden. Pods sind ephemeral, das bedeutet, dass sie beim Neustart neu erstellt werden. Dann gibt es die Services, das ist ein Satz von Pods, wird nach außen verfügbar gemacht durch diese Services, und diese Services ermöglichen es, Anwendungen dauerhaft über Netzwerkadressen erreichbar, dass sie erreichbar sind, und auch wenn sich jetzt die dahinterliegenden Pods ändern. Beim Deployment, das definiert den gewünschten Zustand einer Anwendung, es steuert die Skalierung der Anwendung, setzt Hardwaregrenzen und gewährleistet, dass eine bestimmte Anzahl von Instanzen der Anwendung immer läuft. Beim Deployment wird dann auch die Anwendung auf die aktuellste Version upgraded, eben mit dem Fallback, dass nur wenn es gestartet wird und erfolgreich gestartet wird, dass dann die alte abgeschaltet wird und dann der Switch beim Load Balancer gemacht wird. Dann zur Config Map. Dort werden Konfigurationsdaten gespeichert, die nicht sensibel sind, die von den Anwendungen im Cluster genutzt werden. Das kann Umgebungsvariablen sein,
und andere Konfigurationsparameter, die die Pods und in andere Ressourcen geladen werden. Neben der Config Map gibt es dann noch die Secrets, das ist ähnlich zu Config Maps, das wird aber verwendet, wenn sensible Daten drin sind, wie zum Beispiel Passwörter, OAuth-Tokens oder API-Schlüssel. Und der Zugriff auf die Secrets ist sorgfältig kontrolliert und diese werden in der Regel verschlüsselt eben in etc.d gespeichert. Die Volumes bieten eine Möglichkeit, Daten dauerhaft zu speichern, die von den Containern und Pods erzeugt werden. Und Kubernetes unterstützt mehrere Arten von Volumen, die persistenten Speicher unabhängig vom Lebenszyklus der Pods bieten. Dann zu den Namespaces. Das ist eine Möglichkeit, Ressourcen innerhalb eines Clusters zu segmentieren. Und sie ermöglichen, dass eben mehrere Projekte oder Teams auf einem einzelnen Cluster isoliert arbeiten können, sodass sie dieselbe physische Infrastruktur verwenden können, ohne sich gegenseitig zu beeinträchtigen. Wie gesagt, auf die Details möchte ich jetzt nicht groß eingehen. Es gibt sehr viel Material auch im Netz, wenn man damit spielen möchte. Es stehen ganz viele Tools zur Verfügung, mit denen Sie experimentieren können, zum Beispiel Minikube. Minikube ist ein Tool, das es ermöglicht, einen einzelnen Node von Kubernetes lokal auf seinem eigenen Rechner zu betreiben. Es simuliert einen kompletten Kubernetes-Cluster in einer kleinen Umgebung. Das ist eigentlich ideal für die Entwicklung, fürs Testen und fürs Lernen. K3S ist auch eine leichtgewichtige Distribution von Kubernetes, die für den Betrieb in ressourcenbeschränkten Umgebungen und IoT-Geräten optimiert ist, wobei ich bezweifle, dass es auf IoT-Geräten wirklich eingesetzt wird. K3S vereinfacht den Installationsprozess und entfernt einige weniger häufig genutzte Komponenten, wodurch es eine schnelle und effiziente Möglichkeit bietet, Kubernetes einzusetzen. Kube Control oder Kube CTL, das ist das CLI-Werkzeug, mit dem man meistens arbeitet, wenn man mit Kubernetes arbeitet oder man verwendet eine grafische Oberfläche. Und mit Kube Control können die Anwendungen deployed werden, Status von Ressourcen kann überprüft werden, die Logs können angezeigt werden und weitere administrative Aufgaben können ausgeführt werden. Beim Kubernetes Dashboard, das ist eine webbasierte Benutzeroberfläche, dort kann man sich das grafisch anschauen. Es gibt noch weitere GUIs, die man verwenden kann, um sich eben mit Kubernetes ein bisschen auseinanderzusetzen. Wenn Sie sich mit Kubernetes beschäftigen möchten, dann empfehle ich, damit mal einfache Container zu deployen, um die Funktionsweise von Kubernetes ein bisschen besser zu verstehen. Wichtig sind natürlich auch immer die Health Endpoints, damit Kubernetes weiß, ist jetzt eine Applikation ready oder ist sie live und wann kann sie jetzt Traffic empfangen und wann nicht. Es gibt ganz viele Ressourcen zu Kubernetes. Das ist eigentlich alles sehr gut dokumentiert. Es gibt auf kubernetes.io, die Seite habe ich vorhin schon gezeigt, gutes Material zu Training. Es gibt auch YouTube-Kurse. Das hier ist jetzt ein 3-Stunden-Kurs, nein, sogar 4-Stunden-Kurs. Kubernetes Zero to Hero. Also eben, wie gesagt, da gibt es ganz viel Material. Für das Deployment, egal ob mit Kubernetes, mit Podman oder mit Docker, die Basis dafür ist die Containerisierung der Applikation. Und das haben wir uns in der Vorlesung angeschaut und Sie haben das auch intensiv im Challenge Task genutzt. Und wie gesagt, weiterführende Kubernetes- und Cloud-Vorlesungen gibt es natürlich auch an der Ost, wie zum Beispiel Cloud Infrastructure mit Norwin Schnieder, die Cloud Operations mit Alexandru Karakas und Cloud Solutions mit Mirko Stocker.